Und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe vor längerem mal eine Umfrage bei Instagram gemacht und habe gefragt, was für Rezepte wünscht ihr euch? Da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, sie würde gerne Akroschka sehen. Für alle diejenigen, die das nicht kennen, das ist so eine kalte Sommersuppe, die super erfrischend ist. Die kann man sehr, sehr gut vorbereiten, denn man muss nämlich so einiges schnippeln. Das kann man aber natürlich mit der ganzen Familie machen. So haben wir das früher nämlich auch zu Hause gemacht. Da hat die Mama alle Zutaten uns hingestellt und wir haben die alle geschnippelt. Und dementsprechend ging es auch eigentlich immer relativ schnell. Und wie gesagt, man kann es sehr gut zu Hause, also am Abend vorbereiten und dann den Kühlschrank lagern, damit der auch schön durchzieht und dann am nächsten Tag einfach zur Erfrischung genießen. Bei uns gab es das eigentlich auch, Mama hat das immer nur an richtig, richtig heißen Sommertagen gemacht. Da, also an den Tagen, wo man eigentlich gar keine Lust hat zu essen, aber irgendwie ja doch ein bisschen Appetit hat. Und da eignet es sich natürlich perfekt. Ich würde sagen, ich zeige euch schon einmal die paar wenigen Zutaten. Also wir benötigen für die Akroschka 4 Becher reine Buttermilch. Da kann man aber auch variieren und zum Beispiel die Hälfte mit Kefir nehmen und die Hälfte mit Buttermilch. Aber da ich das nicht mag, habe ich mich hier für Buttermilch entschieden. Außerdem benötigen wir ungefähr 200 Gramm Fleischwurst. Die habe ich hier bereits schon mal in so schönen Würfelchen geschnitten. Außerdem benötigen wir noch Salz, Pfeffer, eine Salatgurke, ein Bund Radieschen. Hier habe ich schon mal 5 Eier gekocht und die auch schon gewürfelt. Das sind 3 große Kartoffeln, die habe ich auch schon gewürfelt und abkühlen lassen. Außerdem benötigen wir noch einen Bund Schnittlauch, einen Bund Dill, dann noch den Saft von einer Zitrone. Der Rest funktioniert jetzt ganz einfach. Ich habe ja schon die ganze Vorarbeit gemacht, damit ich euch im Video auch ein bisschen schneller zeigen kann. Und wir benötigen jetzt einfach nur eine große Schüssel. Ich nehme jetzt hier einfach meine KitchenAid-Schüssel, weil die auch hier den Deckel hat. Und so kann ich das Ganze dann nämlich im Kühlschrank lagern. Und jetzt tun wir einfach alle Zutaten hinein. Das bedeutet, wir tun die Fleischwürfel hinein. Dann schon mal die Kartoffeln. Habe ich einfach festkochende verwendet und die in Salzwasser als Pellkartoffel gekocht, denn so bleibt natürlich viel mehr Geschmack in den Kartoffeln. Dann die Eier, die Radieschen, dann die Gurken, dann den Schnittlauch und den Dill. Dann tue ich jetzt hier schon einmal Also 2 Teelöffel mache ich jetzt mal hier rein und danach werde ich das Ganze natürlich nochmal, bevor ich es esse, dann nochmal abschmecken. Ich glaube, für die Menge kann ich sogar 3 Esslöffel Salz reingeben. Frischen Pfeffer reinmalen. Den Saft von einer Zitrone. Und die 4 Päckchen Buttermilch. Da einfach oder wie gesagt austauschen, so wie ihr es mögt. Und das jetzt einfach hier überall drüber gießen. Dann das Ganze einmal schön durchmengen. Dann wird das Ganze dann abgedeckt für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, die Suppe ist jetzt schön durchgezogen. Ich darf sie jetzt endlich für euch probieren und bin mal gespannt, ob die vom Abschmecken her richtig war. Also wirklich super lecker. Das Salz ist genau richtig, Pfeffer ist auch genau richtig. Würzen könnt ihr das Ganze natürlich wie immer so, wie ihr es gerne am liebsten mögt. Ich würde sagen, macht das Rezept mal schnell nach, probiert es aus, postet mir vielleicht auch mal ein Bild bei Instagram mit Hashtag CrystalsDelicious, damit ich es auch sehen kann. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!